Das war jetzt richtig gut, gell? So ein bisschen Bewegung. Und die frische Luft. Aber sitzen tut jetzt feier ganz gut, gell? Ja. So, grüß Gott beieinander. Grüß Gott. Grüß Gott. Darf ich schon was zum Trinken bringen? Oh ja, ich hätte gerne ein Hels. Ein Hels für den Herrn und für die Dame? Bier backe ich jetzt nicht, ein ganz Bier. Ich nehme erst einmal ein kleines Glas Wasser, bitteschön. Sicher. Sicher. Ein kleines Wasser, genau. Ja. Gut, danke. Und wegen am Essen, ich bring die Karten dann gleich, gell? Nein, ich wüsste es schon. Ihr habt doch draußen angeschrieben als Tagesangebot ein Schnitzel mit Pommes. Das darf ich nehmen. Mhm. Ein Schnitzel mit Pommes. Und für die Gattin auch? Ich weiß es auch nicht. Ich habe jetzt noch gar keinen rechten Appetit. Ich brauche nichts, dankeschön. Sicher. Sicher. Gern. Dankeschön. Bitteschön. So, dann haben wir jetzt aber mehr Hels und ein kleines Wasser für die Dame. Danke. Zum Wohl. Und das Essen ist auch gleich soweit, gell? Ja. Was? Möchtest du jetzt auch ein Bier? Ein kleiner Schluck vielleicht. Für den Geschmack, weißt du schon? Ja, für den Geschmack. Hm? Genau. Oh, so ein Bier ist schon ganz was Gutes, gell? Ja, vor allem mein Bier. Mm. So, und da haben wir jetzt das Schnitzel mit Pommes, gell? Einen guten. Dankeschön. Was? Hast du jetzt doch Hunger? Nein, ein Pommes vielleicht. Darf ich? Und wie ein Schnitzel? Gut. Nicht zach. Magst du das probieren? Ein bisschen vielleicht. Ja, ein bisschen. Oh, war das jetzt gut, he? Ja. So, ist alles recht gewesen? Sehr gut. Darf ich sonst noch irgendwas bringen? Nein, danke. Für mich nicht. Mehr hättest du noch irgendwas? Na, danke. Mir ist der Appetit vergangen. Sicher? Sicher. Ja, dann darf man da noch mal zahlen, bitteschön. Ja, gern. Bring die Rechnung gleich. Danke. Sagst du das? Gut, dass ich so wenig bestellt hab. Weil wenn wir jetzt alle zwei was gekriegt hätten, das war wieder sauber zu viel gewesen. Also ein bisschen beneiden tue ich dich schon auch, gell? 3 Wochen Urlaub. Mit dem Wohnmobil quer durch England. Das darf ich schon auch gern machen. Ja, wir machen aber jetzt nicht England, sondern Italien. Ach so, wegen dem Brexit oder was? Ach, wegen dem Brexit? Nein, wegen dem Linksverkehr. Ich sag dir was, das ist überhaupt nichts für mich. Das habe ich einmal ausprobiert. Zwischen Rosenheim und Irschenberg auf der Autobahn. Da wärst du mit dem Ausweichen nicht fertig. Bist du ein Neustart. Du sag einmal, findest du mit der Speiskarte da zurecht? Da stehen lauter Sachen drin, die kenne ich gar nicht. Ja, mir geht's genauso. Die meisten Sachen habe ich ja noch nie gelesen. Ja, nicht? Ja. Wahnsinn. So, haben die Herrschaften schon ausgesucht? Ja, das darf man eigentlich ganz gern. Aber das kommt uns alles ein bisschen Spanisch vor. Spanisch? Nein, das ist alles im korrekten Deutsch, gell? Da lassen wir uns nichts noch sagen. Aber was ist denn zum Beispiel ein Schnitzel-Balkan-Ort?
Ja, Sie werden das wahrscheinlich noch kennen unter Zigeunerschnitzel. Ach so, Zigeunerschnitzel. Psst, nicht so laut. Das darf man halt so doch nicht mehr sagen. Ach so, Entschuldigung. Ja, und was ist jetzt noch dies? Metropolschnitzel Austria. Ja, Wiener Schnitzel. Und ein Pazifikinseltoast? Ah, wat? Halt, das meine ich, weiß ich. Toast Hawaii. Sehr gut, ganz genau. Und was ist dann zum Beispiel ein Alstersemi? Ja, ein Hamburger. Darf man das jetzt auch schon nicht mehr sagen? Da sind wir lieber vorsichtig. Sie wissen es genau, wegen kultureller Aneignung und so weiter. Das klingt aber jetzt lustig. Monarchenblödsinn, was ist denn das? Ein Kaiserschmarrn. Also, wenn es nicht so traurig war, dann könnte man direkt drüber lachen. Ja, eigentlich schon. Also, was darf ich jetzt bringen? Ja, na bringen Sie mir halt ein Metropolschnitzel Austria und als Nachspeise ein Monarchenblödsinn. Metropol und Monarch. Und jawohl. Für den Herrn? Ach, der Herr, der hätte ganz gerne Schweinshaxen, aber die findet ihr da nirgends. Ja, ja, da schauen Sie. Borstentierextremität. Haben wir's schon. Borstentierextremität? Ja, geht's denn da? He? Schweinshaxen hat doch jetzt wirklich nichts mit kultureller Aneignung zum tun. Mei, man weiß nie, gell? Heutzutage regt sich jede Sau wieder irgendwas auf. Oh, da ist jetzt dein Hels. Ach, Dankeschön, Kathi. Hat ganz schön gedauert. Wartest du auf Ippern, ha? Wie kommst du denn jetzt da drauf? Mann, war die Rosen und komm, hey, so aufgestriegelt habe ich die überhaupt noch nie gesehen, ha? Und wenn es so war, das geht keinem was an, okay? Ja, dann hab ich eh nicht, hey, ich weiß von nix. Du und ich sag auch gewiss nichts weiter, gell? Nein, gewiss nicht. Servus. Hey, seit wann geht's denn Mittag zum Wirt? Das war einfach so eine spontane Blitzidee. Ja, Blitzidee. Schon klar. Grüß euch, ich bring die Karten gleich, ja? Schon recht. Gespannt, was das wieder für einen ist. Bestimmt so einer aus dem Katalog. Ja. So ein Zufall. Die Spanglertruppe macht halt ausgerechnet bei der Kathi mit. Um 5:12 Uhr. Ja, so ein Zufall. Aber wir haben direkt quasi eigentlich fast gegenüber Baustelle. Und haben uns gedacht, wir kommen ein bisschen eher, nicht, dass wir kein Blut mehr kriegen. Nein, da brauchst du keine Angst haben, da ist noch genug frei. Da, sogar erst die Reihe. Danke. Grüß euch, Mann. Servus. Du verzählst gewiss nichts weiter. Geh, Kathi. Nein, nein. Drei Bier? Okay. Ja, das war's. Bisschen. Und was von euch irgendeiner was? Was das für eine ist, die jetzt da kommt? Keine Ahnung. Wahrscheinlich aus dem Internet. Profil, groß, sportlich, schlank. Und dann ist doch gerade so ein laufender Kubikmeter. Sympathisch, ne? Grüß euch! Grüß euch! Das war so klar. Der Rest der Familie kommt Zeitung nachher auch noch. Zeitung? Wieso Zeitung? Du hast recht. Wenn der Buschfunk funktioniert, braucht man keine Zeitung. Geh, Kathi? So, also die drei, vier. So, zum Wohl, ha? Das haben wir uns vergessen. Wisst ihr ja noch? Die muss entweder blind oder blöd sein. So, beide.
der Tom? Tom? Ja, genau, das bin ich. Dann bist du die Tanja. Ja. Also da, guck dich her. Danke. Bitteschön. So, grüß dich. Darf's auch ein Bier sein? Bier? Nee, ich trinke kein Bier. Ich find den Geschmack grauenvoll. Sehst du es? Gewusst, dass da was faul ist. Scheiß Internet, scheiß Dating-Plattform. Kann ich zahlen. Sitzt man's da gleich hier, oder? Ja. Oh. Oh, ist das alles schon dekoriert, gell? Ja, das ist schön. Oh, jetzt hab ich Hunger. So, grüß Gott, die Herrschaft. Grüß Gott. Darf ich schon was zum Trinken bringen? Ja, ich hätte gern zuerst einmal ein Bier. Ein Bier, gern. Ein dunkles, ein weißes, ein dunkle weiße, ein helles, ein Pilz, ein Indian Pale Ale, ein Zwickel, ein Bock, ein Doppelbock. Einfach ein helles. Bio, gluten- oder alkoholfrei? Ein Bier. Bitte einfach nur ein Bier. Ja, Sie müssen mir schon sagen, was Sie wollen. Ja, dann nehme ich das da. Das Weihnachtsfestbier, ja. Sehr gerne. Und die Gattin? Ein Glas Wasser. Mit oder ohne Kohlensäure? Stilles, ein stilles, einfach ein stilles von der Leitung. Und wenn Sie uns dann noch die Speiskarten bringen würden? Ja, Speiskarten gern. Die hätte man dann als App zum Downloaden fürs Handy, auf der Website, am Tablet, am Touchscreen zum selber bestellen oder analog. Einfach ohne zum in die Hand nehmen, war nicht schlecht. Zwei analoge Speiskarten. Sag einmal, geht's noch? Was ist denn da los? Nehmen wir das. So, dann haben wir einmal das Weihnachtsfestbier und einmal ein stilles Wasser. Danke. Haben wir schon was ausgesucht? Ja, wir hätten beide das Weihnachtsgansel, bitte. Weihnachtsgansel, sehr gerne. Ein Bio-Weihnachtsgansel oder ein konventionelle, ein Halberts oder ein Viertels mit Semignädel oder Kartoffelgnädel, ja, mit oder ohne. Können wir es nicht einfacher so haben, wie es da drin steht? Die Auswählerei da, die dauern die. Das macht einen ganz deppert. Ja, mein, wir stellen uns heute auf den Zeitgeist ein. Ja, in der Gastronomie, wenn man heutzutage nicht flexibel ist, gell? Verstehen Sie? Das verstehen wir schon. Aber mir merkt man es einfach nur so, wie es da drin steht. Weihnachtsgansel gern zweimal. Standard. Oh Mann. Also, du bist fertig, bis du heimgehst. So, die Herrschaften mit dem Zeug, gell? Ja. Da war die Rechnung. Mhm. Ach, wie hätten Sie es denn gern? Mit Kreditkarte, Girocard, PayPal, Handy oder Kleinbar? Einzeln oder auf Raten? Münzgeld oder Scheine? Mit oder ohne ja, Trinkgeld? Ja, okay. Wir haben Corona. Einfach in Bar. Grüß euch. Hallo. Servus. Braucht ihr die Karten? Ja, bitte schön. Bitte schön. Dankeschön. Darf ich euch dabei schon was zum Trinken bringen? Du? Ja, eine Johannisbeerschorle, bitte. Und für mich ein helles, bitte. Eine Johannisbeerschorle und ein helles Kipp sofort. Danke. Du hast doch gesagt, du willst 14 Tage kein Bier mehr trinken. Ja, schon. Aber ich habe nicht gesagt, was für 40 Tage. Bayern Comedy wird unterstützt durch die bekannte Landbrauerei Schönrampen.